Okay, nach 15 verdammten Sektoren geht's eigentlich weiter. Ach, euer Glück grenzt an Unverschämtheit. Hades, gib endlich auf. Ich bitte euch, habt ihr denn die Grundregeln dieser Welt immer noch nicht verstanden? Sie lautet, das Böse lässt so leicht nicht locker. Allerdings fühle ich mich gerade etwas verausgabt. Lass uns später wieder plaudern, ja? Ein paar Dutzend Sektoren später vielleicht. Glaubt mir, ihr habt noch einen ordentlichen Weg von euch. Vor euch und es wird immer gefährlich ab hier. Komme, was wolle, sage ich. Richtig, wir sind bisher gekommen. Das schreckt uns so als was auch nicht ab. Meine Rede. So, jetzt haben wir den Kampf. Den Kampf habe ich sowieso rausgeschnitten, weil das ist sowieso klar, was da ist. Und den Kampf hat man schon gesehen. Jetzt habe ich da 15 Sektoren, die ich da machen muss. Und was sagst du jetzt? Gute Arbeit, Kupo. Ruh dich hier eine Weile aus, Kupo. Ich kann dich auch gerne von der Last einiger Tale befreien, Kupo. Okay. Macht alle Angriffe im Sektor ihre Anwendung zu Präventivschlägen. Wartet. Speichere mal die Kacke ab. Jetzt haben wir uns noch. Okay, so wenig fehlt mir dafür ein Level up bisher. Ach ja, was ich herausgefunden habe. Ich habe ja erzählt, dass ich diesen komischen Eliminator-Bastard da umgebracht habe. Das hat mir eine Trophäe gebracht. Wahre Eliminator erhalten. Trophäenchip. Man kriegt hier Trophäenchip. Auszeichnung für den Sieg über den Eliminator im Systemkern. Hey. Raritäten gefunden. Ja. Sprintkönig, Sprintkönig? Wie Sprintkönig? Also wie schnell ich war. Techniker, markloser Lauf. Oberkommandant, bis zur letzten Seite. Voller Aufbruch, ja. Wasch echter Profi. Liebling der Kritiker. Okay. Und dieses Ding kann man auch hier rein tun. Erhöht den LP Maximum 2 und deine Attacke und so. Also alles um 2 jetzt. So, dann ist es gut. Okay. Ich habe keine RD-Bagger, das ist schade. Ich werde sowieso jetzt welche bekommen. Und los geht's. Ach, ich habe so keinen Bock drauf. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es heftiger aussehen wird. Und heftige Gegner. Ich muss auch so viel schneiden. Egal, ihr habt das Glück. Ihr müsst ja keine von diesen Kämpfen sehen. Okay, die Gegner sollte kannte hier. Das war dieser Schattenquasar und der Defender. Deswegen habe ich den Kampf auch rausgeschnitten. Ach ja, was ich anmerken wollte, der Steinkoloss da, ihr wisst ja noch, als ich das erstmal gegen gekämpft hatte, ich ja voll die Probleme, also ihn irgendwas abzuziehen. Als ich jetzt gekämpft habe, unglaublich, habe ihn in einer Rekordzeit besiegt. Ich level gerade die Memoa und Wunderlampe ist auf der höchsten Stufe schon. Das hier. Und jetzt mache ich Memoir. Bisher kann er das hier. Das ist kacke, der Effekt. Aber naja, das kann sich noch ändern. Und ja, momentan ist das da. Und wie ich einmal gesagt habe, man kriegt ja auch ein Schlüsselschwert. Ja, Leute, man kriegt hier auch ein Schlüsselschwert, wenn man alles macht. Das ist auch das Tolle bei dem hier. Und du weg. Die Gegner sterben zu schnell bei mir. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt so. Ach, ihr werdet sowieso von diesen Kämpfen nichts erleben. Außer paar, die ja, also wenn neue Gegner sind, die werde ich zeigen, aber die restlichen Kämpfe alles raus. Ich werde auch alles in einen Spezialpart machen, also für den hier. Ich
teile das nicht in mehrere Parts auf. Alles in einem Part. Nein, du greifst mich nicht an. Jackpot gezogen. Okay, das. Ich gehe auf die andere Seite mal. Yep. So. 45. Heftige Kacke. Ach ja, ich habe eine neue Attacke gelernt. Zielmagnet, das kommt aus Magnega und Stopp. Muss ich nur kurz anwählen. Triple Salve, ja. Und Vitaga habe ich auch. Wo ist das? Ach, da. Das habe ich aus Vitra und Magnet oder Stopp oder Konfus, keine Ahnung. Einen von den dreien war das. Bekommen. Da schon der Ausgang, aber den werde ich jetzt noch nicht betreten. Ich werde erstmal alles hier zerstören. Einmal erledigt habe, muss ich das nie wieder, Leute, machen. Nie wieder. Da freue ich mich so sehr. Da bin ich auch der einzige Let's Player, der das bisher alles gezeigt hat. Ich kann auch die anderen verstehen, warum die keinen Bock haben darauf. Ist auch richtig zeitaufwendig, aber egal, ich zeige euch das. Ich zeige euch das. Sophia haben am Ende 17. Ach ja, hier, also bis zum 30. gibt es noch einen Zwischenboss, den man besiegen muss. Ein Behemoth. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das jetzt vorstellen soll, was für ein Viecher jetzt da kommen soll. Aber es ist ein Behemoth, das weiß ich. Ich hoffe, ich kriege schnell das neue Schlüsselschwert, dann kann ich das auch schnell hier leveln. Ich glaube, wenn ich beim Endboss bin. Okay, mein Schlüsselschwert ist stärker geworden. Was für eine Fähigkeit hat das jetzt gelernt? Eiskonter. Genau, eine Stufe und danach ist es auf der höchsten Stufe. Ist gut. Okay, jetzt fehlen mir noch 12 Etagen, dann kann ich das auch. Ja, mir fehlen jetzt 12 Etagen. Wie viel ich noch schneiden muss. Ich werde meinen Spaß haben. So. Chill mal. Stell mal erstmal die Kisten, damit die Gegner schwächer. Okay, neue Gegnersorte. Und die alle greifen mich von hinten an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Spuck mich nicht an, Schlampe. Und wie ihr seht, ist es extrem langsam. Weil da sehr viele Gegner auf einmal hier sind. Okay, sieht nicht so langsam aus. Aber trotzdem schon langsam und mein LP sinken hier. Ich brauche langsam einen Safe Point. Ja, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ein Omnischlag wäre auch nicht schlecht. Aber warum kommen diese Gegnersorte eigentlich als nächstes? Es wäre logisch, wenn Defendo als nächstes kommen würde. Weil Defendo und Mark und diese Magier viel stärker sind als diese Alibabas und diese Kopftuchviecher hier.
glaube, ich muss mich gleich mal heilen. Explosion! Okay, damit habe ich mich geheilt. Oh, Klatsche! Und noch einer, weil er so schön war, ne? Okay. Ich glaube, ich bin etwas zu stark für dieses Level, weil die Gegner sterben ja auch richtig schnell, ohne eine richtige Chance gegen mich zu haben. Gerade war richtig kacke, wie der Gegner gerade gestorben ist. Das war aber ein kurzer Kampf. Okay. Okay, das habe ich dann auch. Nächste Ebene. Langsam könnte auch ein Safe Point kommen. Wird er nicht schaden, finde ich. Okay, die Ebene sieht auch ganz anders aus als die anderen. Da war wenigstens noch Himmel. Hier gibt es keinen Himmel mehr. Nee, hier gibt es keinen Himmel. Okay, haben wir das gut gemacht. Und... Warte. Kommandomatrix. Ach, hier. Ich mache jetzt irgendwelche Dinger rein, um die zu leveln. Ausrüstungsmatrix. Ja, okay. Das neue Schlüsselschwert kriegen wir bei der Ebene 28 oder Sektor 28, genau gesagt. Aber da bis dahin dauert das noch. Okay. Nein, das. Den Turbolader lasse ich einfach mal. Das Gebiet. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist. Man kann dazu irgendwie nichts sagen. Man kann einfach dazu nichts sagen, außer anstrengend. So kein Turn mehr auf irgendwas. Wenn ich das fertig habe, Halleluja, Mann, Halleluja. Friede sei der Herr. Okay, jetzt noch 10 Sektoren. Dann bin ich beim Boss und dann ist sowieso alles geklärt. Oh, jetzt kommt kleine Konversation. Puh, da nehme ich ja gar keine Hände. Wenn du diese Prüfung bestanden hast, nennt man vielleicht auch dich einen Helden. Ein Held zu werden ist kein Zuckerschlecken. Helden, hm? Ich kenne jemanden, der auch unbedingt einer sein wollte. Viele streben nach Heldentum, doch nicht allen ist Erfolg gegönnt. Aber lass dich davon nicht in den Boxhorn jagen.
Wir winnen Probleme und um Probleme und eines Tages wird die Anerkennung geschenkt werden. Anerkennung. Von wem ich mir die wohl wünsche? Stimmt, man sollte sich stets Ziele setzen. Also gut, packen wir es an. Wir kommen auf jeden Fall hier raus. Na, echt wissen, ob was passiert, wenn ich das Ende hier erreicht habe. What the fuck, wie groß ist das denn? Entwickler, ich habe auch Hobbys in der Freizeit. Verfickte Scheiße. Ja, ist klar. Warum nicht gleich so viel? Jetzt wird es auch nur langsamer, weil da so viele Gegner sind. Leute, ihr wisst gar nicht, wie es ist, das hier alles zu machen. Ich habe bisher von diesen Items, die ich da ganze Zeit gesammelt habe, nicht mal die Hälfte benutzt. Also wenn ich mal jetzt in Prozent das sagen, habe ich bisher vielleicht 5%, 1%, 3% irgendwo in diesem Raum benutzt. Da sagt schon aus, dass ich hier ganz halt alleine hier rumkämpfe. Ohne Probleme, so gesagt. Vielleicht schaffe ich das ja noch bei Agrabah, das mit Level 50 zu machen. Ich denke davor irgendwie kapiere. Okay, so. Mann, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll hier. Also fickt euch jetzt noch alles ins Knie. Ich hoffe mal, das war der einzige Gegner hier, war auch. Ach, ich habe so keinen Bock mehr auf diese Arena. Ich die erledigt habe, nie wieder hierher, nie wieder, nee. Ich hab da eine Idee. Damit ich eine bessere Chance. Nein. Ah, nein. Ach, ich muss da langsam einen Cut machen, sonst wird das wieder so viele Gigabyte haben. Ich glaube, nachdem bei der nächsten Ebene werde ich einen Cut machen. Was ich gerade bekommen, weiß ich jetzt nicht. Interessiert mich jetzt auch momentan nicht. Das ist schon viel. Warte, von 50 Minuten werden vielleicht, glaube ich, 30 Minuten Kampf. Schätze ich mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wann kommt dieser komische Bastard vom Gegner? Ich weiß es gar nicht. Aber wenigstens ein Safe-Bond. Speichern. Jetzt noch 9 Stück und danach haben wir die ganze Kacke erledigt. Und was hast du hier zu sagen? Irgendwas Neues für mich oder so? Die habe ich vom letzten Mal schon gesehen. Ach. Okay, jetzt geht's weiter. Bitte sei nicht groß, bitte sei nicht groß. Wieso bete ich eigentlich?
Gegnersorte, okay. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass es diesen Vectus gibt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich bei irgendeinem Trailer das gesehen habe, dass es diese Gegnersorte hier gibt, deswegen. Das heißt nur, dass es die bald hier gibt und dass ich darauf keinen Bock habe. Ich ziehe auch schon viel ab von dem. Ja, der sieht schon viel aus. Ich krieg auch... Was stand da? Stand der gerade komisch oder was stand da? Okay. Heftige Kacke nochmal. Okay, wir haben ja auch diese Gegnersorte gesehen. Also da heißt es auch gleich. Die werden auch bald als neue Gegnersorte auftauchen. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Ich nicht. Weil ich muss ja gegen die kämpfen. So. Ich hab gerade gewundert, was gerade passiert ist. Ich hatte aus Versehen auf irgendwas gedrückt. Ich weiß es gar nicht. What the fuck? Komm. Ich sehe jetzt schon, dass es noch sehr viel kommen wird. Wie viel brauche ich eigentlich noch bis zum nächsten Level ab? Oh, geht ja ab. Aber nachdem ich das hier alles erledigt habe, bin ich über 50, wenn ich mal jetzt denken. Da kann das als nächstes Agrabah auf mich kommen. Okay. Yay, ich habe die große Auswahl. Sofort den Ausgang gefunden, das mache ich zuletzt.